Die fantastische Folge 4 von Lego Marvel Super Heroes. Wir sind hier auf dem Baxter Building und verfolgen Dr. Octopus. Und da ist er auch schon fertig. Folge vorbei. Au! Ja, was will er denn mit dem machen? Mach mal what? Eigentlich gefällt mir das ganz gut, was da gerade läuft. Außerdem, das ist der Doktor, der weiß schon, was gut für dich ist. Als ob er da jetzt nicht hätte so hochlaufen können. Ja, für die Show halt. Ah, Octobots! Ui, ui, ui. Das ist in dem Film halt so albern. Der Grund, warum er diese Tentakel hat. Um dieses komische Ding da zu manipulieren. Ja. Ein da so die Hand drauf zu legen, damit es nicht kaputt geht. Wahnsinn. Wahnsinn. Naja, aber so. Vor allem, dass er die dann noch mit so einer Intelligenz ausstatten musste und die dann böse werden. Also. Ja, mei. Ah. Superheldenfilme. Ich glaube kaum, dass ihr mir hier rüber folgen werdet, hier Helden. Oh. Außerdem hat er nicht so eine hübsche Frau in dem Film. Ja. Das ist doch die, die auch bei den einen Star Trek-Filmen gespielt hat. Das ist schon ein bisschen älter, die Dame. Ja. Aber eine sehr hübsche Frau, muss man. Weiß auch nicht mehr, wie die heißt. Ja, das ist doch auch der Grund, warum er dann böse wird, weil die doch stirbt. Ja, aber sie stirbt, genau. Da unten wäre wieder was für einen Magneto-Charakter. Ich laufe da ständig in die Flammen. So, und jetzt kann ich mit Captain America irgendwas machen. Na, machen wir die Flammen vielleicht weg. Vielleicht bringt das diesmal was. Bringt nicht wirklich was. Ich schau mal, ob ich da oben irgendwie was hochwerfe. Das Gewächs. Ah, schau mal hier. Na. Wie? Da nochmal. Das ging beim ersten Mal aber noch nicht, oder? Also das hatte sich jetzt erst. Tada! Los! Ganz schön viel übrigens, was mir aufgefallen ist, ganz schön viel Lensflare in dem Film, in dem Spiel. Ist auch von J.J. Abrams. Ist es gar nicht. Überraschenderweise, weil da eigentlich alles momentan von J.J. Abrams gemacht wird. Kennt man immer an den Star Wars, Star Trek, Lindenstraße, alles neu von J.J. Abrams. Ach, wie geil würde die Lindenstraße aussehen, da will ich es auch mal gucken. Wie, du guckst es nicht? Ja, du müsst euch vorstellen, mein Blick und dann kommt diese Melodie von der Lindenstraße. Also ich bin schon oben. Ich weiß nicht, was du da noch machst. Ja, Wasser. Probleme, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen will. Ich mache lieber hier oben kaputt. Zap, zarab. Hast du da alles noch entdeckt? Das ist wahnsinnig. Ich räume hier noch die ganze Ich räume schon mal hier oben auf. Hier noch irgendwas, da kann man noch reindreschen. Ob sich manche Leute die Folgen zweimal angucken müssen, um alles zu sehen? Ich hoffe für ihr Seelenheil schwer nicht. Wie bist du da hochgekommen? Also mich sieht man ja zum Beispiel gar nicht jetzt gerade. Wo bist du da hochgekommen? Ja, da, und jetzt die Wand so bip, 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 zur Seite springen immer. Wo zur Seite? Also du musst schon rein in den Raum, also du musst über die Flammen rüber. Ja. Hahaha. Geht doch nicht. Ich hab auch kein Schild. Moment, vielleicht kann ich dir irgendwie hier helfen. Kann ich hier einfach raus? Ich hier ist irgendwas hier zum Bauen. Vielleicht kann ich hier irgendwie eine Sprengteanlage anmachen. Das sieht vielversprechend aus. Moment. Ich randaliere hier erstmal alles ab. Da war es total richtig, dass ich hier vorgeprescht bin. Zack. So, und jetzt? Passiert hier was? Moment. Aufzug! Ach, schau mal, ich hol dir den Aufzug. Na toll, ein Roboter hast du mir geschickt. Gab's die kleinen Roboter eigentlich auch im Film? Oh, auf jeden Fall haben wir alle 5 Gewächshäuser erledigt. Sie hatten keine Chance. And stay down. Im Film gab's, glaube ich, keine Octopus-Roboter. Wüsste ich jetzt auch nicht. Es gab also vom grünen Goblin und diese Flugdinger immer, oder? So, das Beet hier habe ich aber jetzt echt fertig gemacht. Nichts mehr übrig. Bist du jetzt auch mal da? Ja, ich habe das andere Beet fertig gemacht. Wir tag-teamen die Beete hier. Was für ein Gebet. So, du kannst da, glaube ich, rüberspringen. Vorsicht, Dr. Richards, da geht's tief runter. Wieso Dr. Richards, nicht Professor? Ja. Da müsste ja doch eigentlich aber auch ein Böser sein.
Dr. Kolossus. Für die Simpsons. Da ist dein Seil, Rogers. Ich höre einen Hubschrauber, aber ich sehe noch keinen. Kannst du dich bewegen? Ach, jetzt. Ja, jetzt. Das ist schon das zweite Mal, dass es so ein bisschen bockt, oder? Ja. Daily Bugle. Da wird sich der Jameson wieder freuen, wenn wir wieder alles kaputt machen. Aber wir sind ja nicht Spidey. Stimmt. Bin ich übrigens im Film so genial besetzt. Den James Jameson oder wie heißt er? Ja, genau. Du kannst da durch. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. In der Spider-Man-Neuverfilmung jetzt, gab es da einen J. Jonah Jameson? Da ist er ja gar nicht beim Bugle, da ist er ja nur in dem Labor, oder? Oder genau. Arbeitet er auch beim Bugle? Nee, ich glaube beim Bugle. Ist er da nicht noch für die Schülerzeitung am Start? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den gesehen und sofort vergessen. In meiner Erinnerung. Also ich gehe nochmal nach oben. Wir sind doch keine Netzschwingen. Ach, guck mal da oben, da kann ich irgendwas mitmachen. Ah, okay. Nee, das wäre eigentlich was für Netz. Ach, hast du auch sowas? Gilt das für dich auch? Nee. Doch. Ah, du fällst wohl auch in diese Kategorie. Ja, guck an. Danke. Ich will mal nichts gesagt haben, aber ich glaube, das ist wieder was für dich. Panzerfaust. Parker, mach deine Arbeit. Ich brauche ein paar News für den Bugle-Auftritt in diesem Netdings-Interface. Ja, Sir. Netface. Du kennst dich aus mit dem Netz, richtig? Das ist aber dein neuer Spider-Man, ne? Aus dem neuen Film. Das ist mein Job und mein Hobby. Von der Frisur her? Mhm. Dr. Octopus? Sie sind ein richtiger Doktor, oder? Mir tut es nämlich hier weh. Deine billige Krankenversicherung übernimmt keine Kontrollbesuche. Ich glaube, jeder Witz, der in den Dialogen drin ist, geht in der deutschen Version verloren. Ich brauche Filmmaterial davon für die Website. Kann doch nicht so schwer sein. Schließlich kommen dieses Mal die News zu uns. Du könntest es mit deinem Smartphone aufzeichnen, JJ, wenn du herausbekommst, wie man es einschaltet. Spidey! Ja, aber er ist ja auch ein cleverer Bursche, dann wäre er nämlich arbeitslos. Also, halt lieber das Maul. Hey, Leute. Wirklich. Verschwendet eure Zeit! Spider-Man-Werbetafel? Die kann man bestimmt umbauen. Die sieht so aus, als würde sie sich umbauen. Zufällig in der Nähe war Spider-Man. Doch, auch hat wichtiges Material geklaut. Hui, das klar, du hast hier gleich Spider-Man geschnappt. Natürlich. Hier ist, warte mal. Komm mal bitte zu mir. Sekunde, ich muss ja noch die Webbots kaputt machen. Ich kann hier irgendwas machen. Ich geh mal hier durch. Guck, wo ich rauskomme. Oh. Ach, schau mal einen an. Ja. Ist ja geil, man kann sich an die Wand hinpeppen. Was habe ich jetzt damit erreicht? Na geil. Voll unsinnig. Was ich an dem neuen Spider-Man halt, an dem neuen Kinofilm so albern finde. Er ist halt ein gut aussehender Muskelprotz-Wissenschaftsskater. Ja, ja. Und er ist der Außenseiter. Ja, genau. Ich meine, Tobey Maguire hat mal wenigstens dieses Nerdige ein bisschen abgenommen. Aber hallo, ich meine, der sah klar, natürlich auch total gut aus, aber er war dann. Ja, aber sie haben ihn schon im Film sehr gut so hingekriegt, dass er eher nicht so gut aussieht. Was ist denn das hier? Ach, zum Speichern. Na, nutzen wir doch mal. Was habe ich jetzt hier gerade gemacht? Das Coole im neuen Film waren die Aufnahmen, die du aus der Ich-Perspektive gesehen hast. Ja, das war cool. Das war echt nett. Das gab es ja in den alten auch schon, aber nur ganz kurz immer. Es gab ja diese langen Klettermontagen, wo dann immer ein so ein kurzer Abschnitt in der Ich-Perspektive war. Aber das war in den neuen Filmen richtig cool, das stimmt. Jetzt kann man hier bestimmt hoch. Ja, und das ist natürlich näher an der Comic-Vorlage dran, weil in den neuen er eben diese Netzwerfer nicht in dem Arm hat, sondern sich die selbst bauen muss. Was ja in den Comics auch nicht so ist. Zumindest falle ich jetzt hier einfach runter. Danke. Wo komme ich hier nicht hoch?
jetzt aber. Was halt ganz schlimm war beim Neuen, war diese ganze Geschichte mit, dass ihr diesen Satz, wer große Kraft... Aus großer Macht voll große Verantwortung. Genau, voll große Verantwortung. Dass ihr den halt irgendwie denselben Satz reinbringen musst mit anderen Worten. Irgendwie. Ja. So nach dem Motto, du bist ja jetzt ganz schön stark, ne? So, musst auch ein bisschen aufpassen, Junge. Und der arme Charlie, Martin Sheen musste ihn auch noch sagen. Schuster so Martin Sheen, ja, das tut mir so leid. Das ist eine coole Stelle in der Avengers-Serie tatsächlich. Nee, Avengers-Serie, hier, Agents of S.H.I.E.L.D.-Serie. Weil sie das da ja hier auch. Das mit dem aus großer Kraft, voll große Verantwortung, weil sie das ja auch veräppeln. Also das nehmen sie richtig auf die Schippe dann. Echt? Wo denn? Aber nicht gleich am Anfang. Doch, so in dem Pilotfilm gewesen. Echt? Ja. Da hast du, glaube ich, sogar gelacht. Ich habe das, glaube ich, im Protokoll. Wenn du das auf Band hast, okay, aber im Protokoll steht, ich das Fritz lachte. Hier brauchen wir jemanden, der Feuer beherrscht. Und, Firestar gibt es auch noch. Fällt mir gerade ein. Ah nee, warte mal. Jemand, der auch Raketen abschickt. Ach, schau mal, hier ist Thor. Soll das so ein bisschen... Memorial für die Retter von New York sein. Kann sein. Mach mal hier was. Warte, ich mach kurz vorher den Dings noch kaputt. Den Grill kaputt. Grill. Erd. Ja, das ist eher ein Außenerd. Schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Nein, nicht mein gutes Schild. Nein! Jetzt muss ich es auch noch selber kaputt machen. Wie brutal ist das denn? Ach nö. Ja, weil... Wo ist Stan Lee? Anders wären wir da niemals rübergekommen. Wo ist er denn? Wo ist Stan Lee? Wo ist er denn? Er hat gesagt, Hilfe! Ich guck mal hier oben hin. Warte mal, ich hau mal hier alles kaputt. Ist er hier drin vielleicht? Nee. Was ist das? Machen wir da hier noch den Lüftungsschacht kaputt? Nee, hier unten ist noch die Pflanze. Ist bestimmt im Beet versteckt. Wieso soll der denn da Hilfe brauchen? Die Sachen hier, die kann ich glaube ich nicht. Nee, geben, aber das hintere kannst du wieder kaputt machen, den hier. Kannst du den Herd kaputt machen? Nee, passiert nichts. Aber Stan Lee, wir brauchen noch Stan Lee. Du kannst ihn auch nicht pingen, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay. Vielleicht ist das auch wieder was du nur kannst, wenn du die richtigen Figuren hast. Ist er hier drunter vielleicht? Ist auch geil, dass Spider-Man abstürzen kann. Zweimal. Das geht bestimmt wieder nur, wenn du die im zweiten Bild hast. Wow. Aber Stan Lee. Wir können ja hier nochmal schnell alles kaputt machen, aber ich wüsste nicht, wo er hier sein sollte. Ist er nicht. Das ist ja mehr geglitscht, die Stelle, als tatsächlich gefunden. Da hast du recht. So plump dann bestimmt nicht. Wahrscheinlich in Wirklichkeit viel plumper. Ja, denk dir mal einen neuen Spruch aus, Kollege. Aber die anderen sagen nichts, oder? Er ist ja auch eher so eine Plappertasche. Klappermaul, ja. Warte mal, vielleicht kann ich hier irgendwo die Flammen löschen. Um irgendwie. Nee. Ups. Schade. Was genau ist eigentlich sein Plan? Böse sein? Funktioniert.
Raum ist jetzt kaputt hier. Kann man den Wagen auch kaputt machen? Nee, wahrscheinlich. Seine Arme hat sich im Boden verfangen. Weißt du, man kann hier auch alternative Outfits für die Helden finden? Also für den Iron Man gibt es unterschiedliche Anzüge, das weiß ich. Boah, ich will den Ben Reilly Spider-Man Suit haben, das ist der coolste. Aber ob sie es nur so weit treiben. Oder den Scarlet, also Scarlet Spider oder den. Was ist denn Scarlet Spider? Es gab ja mal eine Zeit lang die Klonsaga in den Spider-Man Comics. Die Klonsaga? Die gibt's doch bei Star Wars. Da gibt's sie auch. Die Klonkriege, ne? Das, wo wohl die ganze Zeit nicht so recht klar ist, ob Peter Parker, also da taucht ein zweiter Spider-Man in der Stadt auf, erstmal nur als Scarlet Spider, okay. Und dann stellt sich raus, dass der entweder Peter Parker der Klon von dem oder andersrum ist. Ah, okay. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das jetzt am Ende ausgegangen ist, weil es da noch 1000 Nachfolgegeschichten gab, die dann immer wieder so, also es ist glaube ich auch ein bisschen. Man ist unklar darüber, ob Peter Parker der echte ist oder nicht. Irgendwas, der andere nennt sich dann Ben Reilly, also halt in Anlehnung an den Onkel Ben. Mhm. Und aber der. Wieso Reilly? Weiß ich nicht. Aber so. Also die Seite wird schon mal aufgeräumt. Au, 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 au. Und dann verschwindet Peter Parker auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob der sogar. Mit der um oder so? Oder wird schwer verletzt? Jedenfalls ist Peter Parker da mal eine Zeit lang weg und dann ist Ben Reilly eben die Spinne und der hat dann so ein cooles Kostüm. Was ist denn da anders? Das ist auch so rot und blau, aber mit mehr Schwarzteilen und die Formen sind auf dem Anzug anders. Ah, okay. Schau mal, hier wäre was für einen Hulk. Aber Essen. Den haben wir jetzt nicht dabei. Das wäre für mich. Schon wieder sehr darauf ausgelegt, anders gespielt zu werden, oder? Als wir das machen. Nee, nochmal einen zweiten Durchgang. Ja. Ist ja nicht schau verkehrt. Mal, hier ist was, was ist das? X. Ach, guck mal, jetzt habe ich den irgendwie gegriffen. Und dann ist jetzt ein Arm ab. Wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, da war irgendwie plötzlich eine Gelegenheit, ihn so zu greifen. Wow. Geht ganz schön was zu Bruch. Es ist schon wieder hier. Wo bleibt eigentlich so? Lego Battlefield oder Lego Modern Warfare? Nein, nicht, kommt noch. Lego James Bond haben wir uns ja schon im letzten ja. Let's Play gewünscht. Wie geil das wäre. Ich bin jetzt inzwischen bei Lego Kuso angemeldet. Also ich war letztens auch mal auf der Seite. Neulich habe ich versucht, über meine unglaubliche Twitter-Followerschaft ein Saber Rider Lego-Spielzeug durchzuvoten. Ja, genau, darüber bin ich darüber gelandet. Ja, genau. Aber das hast du doch nicht gebastelt. Nee, ich habe nicht gebastelt, aber ich habe halt versucht, den Menschen, der das gebastelt hat, Stimmen zu bescheren, dass das eben aufgenommen wird. 10.000 braucht man. Ich glaube, irgendwie 100 oder was. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier wieder greifen. Fix. Man muss immer warten, dass der da daneben haut und dann. Schau mal, wie nett er den Arm ausreißt. Oh, wie nett! Wie nett! Dismemberment! Ich glaube, man muss hier immer genug von den Figuren zerhauen. Und dann da Bots. Dann startet er irgendwann seinen schweren Angriff. Kann aber auch ein schwerer Knopf sein. Haut einfach weiter Octobots. Was ist denn hier? Alles Spaß hier macht Octobots. Guck mal, hier kann man mittendrin speichern. Okay. Das nenne ich mal komfortabel. Mitten im Bosskampf speichern. Ah, jetzt ist er wieder. Ah, da ist er beschädigt. Machst du das? Ja. Das ist ja schon gut. Stay down. Ja, wir sind ja versichert. Wo ist er denn? Da. Ach, schau mal. Der einarmige Bandit. Dr. Otto Octavius. Gib auf. Verbrechen zahlt sich nie aus. Täusch dich da mal nicht. Deckt Kranken- und Zahnversicherung ab. Du kannst dem langen Arm des Gesetzes nicht entkommen, Otto. Nicht so gierig, Doc. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Nein! Ich hab ihn! Norman Osborn. Schachmatt! Und Schachmatt ist auch diese Folge. Also war gutes Timing. Ja. Gar nicht mal schlecht. Wen haben wir jetzt freigeschaltet? Da haben wir ja bald alle. Ja.
Ruckzuck, was soll da schon schief gehen? Haben wir es diesmal geschafft, ein echter, wahrer Held zu sein? Ich glaube nicht. Sonst hätte man das, glaube ich, im normalen Spiel schon diese Meldung bekommen. Ja, war aber nicht. Wie weit waren wir denn weg? Oh doch! True Believer. True Believer? Worauf ist das denn? Ist das vielleicht was auf diese neue Marvel-Serie? Die haben Guardians da nicht auch of the Galaxy? Nee, die ach, Fernseh, ja. Ist da nicht auch irgendwas mit ich bin ein True Believer irgendwie? Das ist doch da irgendwie drin. Diese Hacker, diese, ja stimmt. Ja, ja, irgendwas war da. Das auf. Naja, ihr könnt euch darüber ja mal schlau machen, während wir eine Pause machen und dumm bleiben. Macht's gut, ciao. Tschüss.